werden sicher, meine Damen und Herren, die berühmte Melodie des Krönungsmaß aus der Oper Der Prophet von Meyerbeer erkannt. Wahrscheinlich haben Sie andere große Melodien von Giacomo Meyerbeer im Ohr. Vielleicht die große Tenorarie aus seiner Oper Die Afrikanerin. Oder den ehemals so berühmten Schattentanz aus der Oper Die Nora. Aber es ist heute vollkommen vergessen, dass Meyerbeer ohne Zweifel zu Lebzeiten als der größte Opernkomponist seiner Zeit galt. Sehen Sie, Rossini hatte aufgehört zu komponieren, Verdi war noch ein rasanter Aufsteiger, Wagner ein Geheimtyp der Avantgarde und die Kaiserkrone trug Meyerbeer. Natürlich hatte viele Gegner, man hat gesagt, Meyerbeer, ja, ja, das sind alles so hohle Effekte und Pomp und Aufzüge und Schiffbrüche, einstürzende Schlösser, riesige Tänze, Massenaufzüge. Stimmt, aber immer mit großartiger musikalischer Erfindung und immer mit einem echten Sinn für großes, wahres Drama. Sehen wir uns einmal eine berühmte Meyerbeer-Szene an, aus der Oper Die Afrikanerin 1865, die Szene des Schiffbruchs, also Zeitalter Vasco da Gama, der Seeweg nach Ostindien wird entdeckt und fahren von Afrika und dann wird das Schiff voll von Weißen. Und der Steuermann ist ein Schwarzer, der diese Weißen hasst und lässt das Schiff bewusst kentern. Aber vorher singt er noch die schaurige Ballade vom König Adamastor, dem König der Wellen. Es singt bei uns Hermann Prey. Wie ihr wollt trotzen, armselige Hirne, dem Adamastor, dem König der Stürme, sprechen ihr Weißen dem Ozean. Blicket nur um euch, blicket nur um euch, blicket um euch, nur ihr findet den Lang. Siddel wohl, schreitet beim Feuer der Blitze einher, seht ihr ihn voll in den Riesen im Meer. Hebt die Wogen und stört sie herab. Sünder, du stirbst und kein Mensch kennt ein Grab. Kein Mensch kennt ein Grab. Du stirbst, du stirbst und kein Mensch kennt ein Grab. Wenn euch der schwarze Abgrund droht, wenn euch der schwarze Abgrund droht und klammert euch fest an die Taue und Masse, sonst rieft euch der Tod, ja, sonst rieft euch der Tod. Und klammert euch fest an die Taue und Masse, sonst rieft euch der Tod, ja, sonst rieft euch der Tod. Ja, Tod. Ja, sonst rieft euch der Tod. Giacomo Meyerbeer im Alter von 11 Jahren, da war schon ein pianistisches Wunderkind, hat schon Mozart-Konzerte öffentlich gespielt, war gebürtiger Berliner, geboren am 5. September 1791, das ist auch das Geburtsjahr des Brandenburger Tores. Er war der Sohn einer begüterten jüdischen Familie, die vollkommen in der Berliner Gesellschaft akzeptiert war und hat sich niemals taufen lassen. Der Vater hieß Jakob Beer, war ein Zuckerindustrieller, einer der Mittelnamen der Mutter,
war Meier und der Junge vereinigte die Namen zu Meyerbeer. Den Vornamen des Vaters Jakob nahm er an und machte ihn zunächst zu einem französischen Namen, zu Jacques, und am Schluss zu Giacomo Meyerbeer, was seine Internationalität andeutet. Er lernte erst bei Goethes Freund Zelter in Berlin, dann in der strengen Schule des A.B. Vogler in Darmstadt, wo der Freischütt-Komponist Weber sein Mitschüler war. Da ist ein anderes Bild von Meyerbeer in jungen Jahren. Er hatte interessante Brüder. Ein Bruder war ein Mondforscher, sehr bekannt. Der andere, Michael, der jung gestorben ist, sein Lieblingsbruder, war ein Dichter, und Meyerbeer hat Bühnenmusik zu einem Stück seines Bruders geschrieben. Der Durchbruch für Meyerbeer kam, als ihn Rossini nach Paris holte und als er in Paris mit der Oper Robert der Teufel im Jahr 1831 die ganze Stadt wirklich in Feuer setzte. Und die berühmte Gnadenarie ist ein Vorläufer von Verdi, Meyerbeer war ein Vorläufer von allem. Sie wurde am 1. September 1991 im Schloss Bellevue im Amtssitz und in der Wohnung von Bundespräsident Richard von Weizsäcker gesungen, und zwar von Hildegard Behrens. Thank you.
gar nicht vorstellen. Das war das erste Mal, dass eine weltberühmte Sängerin wie Hildegard Behrens Meyerbeer gesungen hat. Ein Wort zur Gnadenarge. Robert der Held der Oper schwankt zwischen den Kräften des Guten und Bösen und Isabella, Prinzessin von Palermo im 13. Jahrhundert, beschwört ihn, bei den Kräften des Guten zu bleiben. Berühmt wurde das Ballett der vom Tode erweckten Nonnen. Die Uraufführung hat in der alten Pariser Oper stattgefunden. Das ist diese Salle Pelletier, die es heute nicht mehr gibt, der Vorgänger des weltberühmten Palais Garnier, das erst jetzt wieder durch die Bastille-Oper eine Konkurrenz bekommen hat. Nun, nach Robert der Teufel war mit dem unbeschreiblichen Erfolg, das hatte 77 Theater in 11 Ländern in den ersten 3 Jahren, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, war der Meyerbeer-Stil für seine ganze Zukunft etabliert. Das war immer ein großes historisches Gemälde, relativ wahr gezeichnet und eine großartige erfundene Liebesgeschichte. Also die nächste Oper, die Hugenotten im Jahr 1836, hat ihn damit also zum ersten Opernkomponisten der Zeit gemacht. Man sagt, dass Rossini durch den Erfolg von Meyerbeer aufgehört hat, Opern zu schreiben. Hier ist das historische Gemälde, die Bartholomäusnacht, 1572, also die Nacht, wo die Protestanten von den Katholiken in grausamer Weise vernichtet wurden. Und darüber geht dazwischen eine Liebesgeschichte zwischen der Katholikin und dem Protestanten. Es ist ein Romeo und Julia Element oder, wie mir Leonard Bernstein mal gesagt hat, ein West Side Story Element darin. Hier haben wir das Uraufführungsplakat der Hugenotten 1836 und wir hören zunächst die Schwerterweihe, in welcher die Mönche die Schwerter der Katholiken segnen, mit welchen sie die Protestanten ermorden werden. Eine der berühmtesten Melodien von Meyerbeer, das Romeo und Julia Liebesduett. Oublie.
Monsieur Meyerbeer war nun Wahlpariser geworden, aber sein Herz hing noch immer an Berlin. Und auch Berlin hat ihn nicht vollkommen vergessen. Und Alexander von Humboldt, der große Naturforscher, war in Paris, berichtete von den ungeheuren Triumphen von Meyerbeer, wie ihm alles in Paris zu Füßen liegt. Und da nannte ihn nun König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen im Jahre 1842 zum preußischen Generalmusikdirektor. Damit war er de facto Operndirektor in Berlin. Und es war eine mutige Tat des preußischen Königs und Meyerbeer begann eine revolutionäre Zeit der Oper. Er war der Erfinder der Autorentantieme, das gab es vorher nicht, die Prozente für die Autoren. Er hat das deutsche Repertoire in Berlin sehr gepflegt, er hat ausländische Künstler gebracht, deutsche Künstler gebracht. Er hat die soziale Stellung der Orchestermusiker erhöht, hat die Gagen erhöht und hat Richard Wagner nach Berlin gebracht. Und hat eine ganz bedeutende Direktion geführt. Er hat auch einmal eine preußische Festoper geschrieben. Und zwar die Oper brannte ab im Jahr 1843 und zur Einweihung des neuen Operngebäudes schrieb er die Festoper, ein Feldlager in Schlesien. Es dreht sich um Friedrich II., Friedrich den Großen von Preußen, der nicht auftreten durfte. Und diese Oper war damals ein sehr großer Erfolg, aber Meyerbeer wusste, das preußische Thema ist nicht international. Er arbeitete die Oper um, sie erschien unter dem Titel Wjelka in Wien 1847 mit Eugenie Lind und dann in ihrer endgültigen Fassung als der Nordstern, L'Étoile du Nord, 1854 in Paris. Aber die Hohenzollern haben nicht erlaubt, dass die Mitglieder des Königshauses auf der Bühne erscheinen und Friedrich II. War dem fabelhaften Flötenspieler. Da hat man nun erfunden, dass er hinter der Bühne Flöten spielt. Aber der Liebhaber, der Wjelka, die ihn aus der beinahe Gefangenschaft rettet, ist auch ein Flötist. Und so konnte Meyerbeer eine fabelhafte Arie für Sopran und zwei Flöten schreiben, die sich aus der Urfassung Feldlager in Schlesien bis in den Nordstein hineingerettet hat. Und wir hören sie jetzt in französischer Sprache in dieser Gestalt, gesungen von John Sutherland. Er ist unbeschreiblich schwer zu singen, Koloratur, Kaskaden, aber immer aus der dramatischen Situation geboren. Da habe ich ein Buch über die Geschichte der Berliner Oper, das ist also die berühmte Oper unter den Linden, das Knobelsdorf-Gebäude, das noch heute so aussieht. König Friedrich II. Von Preußen, der Bauherr und gleichzeitig der Held dieser Festoperfeldlager in Schlesien. Die Meyerbeer-Opern, sehen Sie, viel Gluck, Iphigenie in Tauris, das ist der Brand der Oper. Dieser fliegende Holländer, Wagner hat den fliegenden Holländer in der Meyerbeer-Direktion dirigiert, wurde von Meyerbeer nach Berlin geholt. Der Innenraum in der Meyerbeer-Zeit, das Plakat der Festoper Feldlager in Schlesien, Jenny Lind als Norma, die schwedische Nachtigall, ein Triumph des Operndirektors Meyerbeer und Rienzi, auch von Wagner dirigiert, 1847, war noch Meyerbeers Planung, aber ließ sich im Jahr 1846 wegen Überlastung
eigentlich für unbestimmte Zeit beurlauben und kam dann nur mehr gelegentlich zurück. Wir wollen nun eine kleine Meyerberg-Collage machen. Ich hatte die große Ehre und Freude, an diesem 1. September 1991 ein wunderschönes Gespräch mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker über Meyerberg zu führen. Das möchte ich Ihnen zeigen. Dann kommt der berühmte Krönungsmarsch aus seiner Oper Der Prophet, 1849, nicht wahr? Der Prophet eigentlich der Held, also ist eigentlich ein Schwindler, nicht wahr? Der sich zum König dieser Wiedertäufer-Sekte krönen lässt aus persönlichen Rachegelüsten. Die Wiedertäufer waren eine gegen den Kaiser gerichtete religiöse Sekte. Und wir beginnen aber diese Collage mit einem Lied, das auch an dieser Matinee am 1. September für den Bundespräsidenten gesungen wurde. Meyerberg hat ja viele Lieder geschrieben. Das ist ein entzückendes Liedchen. Also das Mädchen wird umworben von dem Mann und er bittet ihr das, er bittet ihr das. Und sie will also nicht Ja sagen. Sie sagt erst Ja, wenn sie hört, dass der Mann sagt, ich lege dir ganz Berlin zu Füßen. Wir beginnen also mit Hildegard Behrens. Bist du noch nicht zufrieden, wohlan noch höheres Gut? Soll ihr euch nicht beschieden, aber ach, hart ist gut. Auf deinen Locken flammen, soll er mit Beulen entspannen. Komm, holde Wilde Mai. Bundespräsident, hat das Phänomen Meyerbeer heute noch in Berlin eine Bedeutung? Es hatte zweifellos bisher eine zu geringe, eine unangemessen geringe. Zunächst erlauben Sie mir zu sagen, wie dankbar wir Ihnen sind, dass Sie mit Ihrer unermüdlichen und so überaus sachverständigen Werbung und Ihren Hinweisen auf die großen musikalischen Leistungen von Meyerbeer hinweisen und uns in Berlin und in Deutschland dazu bringen, diesen Berliner, diesen einzig großen Opernkomponisten, den wir in Berlin unser eigen nennen dürfen, hier wieder zu Ehren kommen zu lassen. Ich habe so eine ganz brutale Frage. Wie populär ist heute der Name Meyerbeer noch in Berlin? Ich glaube, er wird es wieder. Wir haben viele Jahrzehnte einer Phase hinter uns, in der die Menschen von Meyerbeer wenig gehört haben. Ich erinnere mich an einen Besuch am Grab von Meyerbeer, gerade in der Zeit, die wir die Wende nennen. Das heißt also, als die DDR frei und offen wurde. Ein Grab, das auch von Ostberliner Schülern gepflegt worden ist. Ich habe das als einen Beweis dafür genommen, dass wir einer neuen, gerechteren und uns frommenden Würdigung von Meyerbeer entgegengehen werden. Und dass das jetzt im Jahr des 200. Geburtstages möglich wird, dafür bin ich sehr dankbar. Er hat seine Erfolge in Frankreich und in Italien errungen. In Deutschland hatte er größere Mühe, obwohl er doch an Deutschland so hing und an Berlin hing. Und obwohl er doch in Berlin auch einen
wirklich verständnisvollen Monarchen fand. Also wir haben wirklich allen Grund, uns seiner dankbar zu erinnern und ihn wieder lebendig werden zu lassen. Also wir sind Ihnen sehr dankbar, Herr Bundespräsident. Sie haben dich die Herzen aller Meyerbeer-Freunde erworben. Ich weiß nicht, ob Sie über dem Krönungsmarsch diesen Sonnenaufgang bemerkt haben. Das hat Meyerbeer selbst so inszeniert. Er war selber sein eigener Regisseur und hat sehr mit Technik und Licht experimentiert. Er war auch darin seiner Zeit weit voraus. Also da hier, das ist Alexander von Humboldt, der Vater, eigentlich der geistige Vater des Meyerbeer-Engagements nach Berlin. Hier Meyerbeer in mittleren Jahren. Er hat eigentlich immer gekränkelt im Leben. Seine Frau, seine Cousine hat überhaupt ihr ganzes Leben beinahe in deutschen Kurorten verbracht. Und wer ist das? Ja, das ist Eugène Scribe, der berühmte französische Theaterschriftsteller, der die meisten Meyerbeer-Opern getextet hat. Schrieb eine Fabrik, nicht wahr? Mitarbeiter gehabt, hat 500 Stücke so geschrieben. Da ist auch ein Bild von Meyerbeer. Meyerbeer ein sehr reiches und verschiedenartiges Lebenswerk. Er hatte nicht nur Opern geschrieben, geistliche Werke. Er hat viel Gelegenheitskompositionen geschrieben für den preußischen Königshof, Tänze, Märsche und andere Dinge. Und hat sehr viele Lieder geschrieben. Und hören wir mal ein frühes Lied von Meyerbeer an, noch vor seiner Berliner Zeit. Das sogenannte Hirtenlied mit Klarinette, gesungen von Anneliese Rothenberger. Die
Da habe ich ein paar Meyerbeer-Karikaturen. Meyerbeers Triumpheinzug, Meyerbeer-Krönungsmarsch. Er sitzt da selber auf einem Tier, ich weiß nicht genau, was das ist, ein Esel, ein Pferd, ich weiß es nicht, ein Drache. Jedenfalls beim, als Einzug des Propheten in Berlin, Karikatur auf Meyerbeer als Dirigent. Da lässt er sich segnen und krönen nach der Prophet-Premiere in Wien. Das ist interessant. Musikalisches Pantheon. Sehen Sie links oben hier Meyerbeer mit einem Käfig. Da hält er drinnen den Prophet und die Afrikanerin. Er war ein ganz langsamer Arbeiter. Das Gegenteil von dem, was man über ihn sagt, was eigentlich die Wagnerianer über ihn erfunden haben, dass er so nur der Mode gehuldigt hat. Der hat die Afrikanerin 25 Jahre nicht fertig gebracht. Und so hat er daran gearbeitet, hat den Propheten 10 Jahre nicht herausgelassen, weil er die Besetzung nicht gefunden hat. Hier ist eine Karikatur von Eugène Scribe, wie er schreibt, und da schaffelt er Geld unten. Und hier ist Scribe mit seinen Mitarbeitern. Bei Scribe in den Operntexten ist immer Scribe und, weil eigentlich war er eine große Fabrik und hat die Leute haben in seinem Büro geschrieben und er ging von Tisch zu Tisch und hat kontrolliert, hat gesagt, wie weit bist du, was macht die Helene, sagt der Mitarbeiter, sie heiratet im dritten Akt, falsch, sagt der Scribe, nichts, sie muss weggehen, sie darf ihn nicht heiraten. Und so entstanden dann die Stücke. Meyerbeer war sehr reich, war sehr menschenfreundlich, war wohltätig und er war schröpfbar. Das haben zwei große Leute gleich erfasst. Einmal Richard Wagner, der mir wirklich in Paris die Wege geebnet hatte, dem künstlerisch geholfen. Er hat seine Stücke in Deutschland angebracht. Und Wagner hat dann, wie er gesehen hat, dass Meyerbeer am Anfang den größeren Erfolg hat, Meyerbeer schrecklich angegriffen, insbesondere in der schauerlichen und widerlichen Schrift, das Judentum in der Musik. Aber bei Wagner ist doch immer alles zwielichtig. Gleichzeitig hat er in anderen Schriften aber zu verstehen gegeben, dass er genau versteht, was für ein bedeutender Mann Meyerbeer ist. Das entschuldigt Wagner nicht, aber ich meine, Wagner ist so zwielichtig, dass man beides sagen muss. Der andere, der ihn geschröpft hat, war der große Heinrich Heine, der wirklich, also ist gekommen zu Meyerbeer und hat gesagt, also lieber Meyerbeer, ich kenne doch alle Leute von der Presse, ich höre, dass irgendwo ein schlechter Artikel über Sie erscheinen soll. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen schmieren und Meyerbeer hat immer Geld bereit und es ist nicht ganz klar, in welche Hände dieses Geld geflossen ist. Im Jahr 1854 gab es, nein, pardon, 1859, 5 Jahre später, gab es in der Komischen Oper Die Nora einen den allergrößten Meyerbeer-Schlager, den Schattentanz. Wir hören ihn konzertant, aber auf der Bühne ist er gesungen, ist ein Walzer gesungen von einer wahnsinnig gewordenen Bäuerin mit einer Ziege. Diese Ziege war damals ungeheuer berühmt. Und der Schattentanz ist mit ihren eigenen Schattenbildern auf einem Felsen. Das gehört auch zu den technischen Experimenten, die Meyerbeer persönlich gemacht hat. Wir hören nun diesen berühmten Schattentanz, gesungen von Silvia Gesti. Oh,
Meyerbeer so schwer zu singen, dass manche Sänger im 19. Jahrhundert eigentlich wurden an Qualität daran gemessen, wie gut sie Meyerbeer singen können. Und es gab eine ganze Generation nun von Meyerbeer-Sängern. Das ist die Camille Falcon, die erste Valentine in den Hugenotten in Paris. Das die berühmte schwedische Nachtigall Jenny Lind, die große Wielka bei Meyerbeer war in seiner Wielka-Oper, die eigentlich entdeckt hat. Und das ist die große Pauline Viardot-Garcia, die Schwester der jung verstorbenen Malibran. Nur um die Viardot als Mutter Fides, Mutter des Königs, im Propheten zu kriegen, nur deshalb hat er diesen Propheten 10 Jahre zurückgehalten, bis die Viardot zur Verfügung war. Meyerbeer. Charlotte Birch-Pfeiffer, die berühmte deutsche Romanschriftstellerin und Theaterdame, war an der Umformung des Feldlagers in Schlesien zum Nordstern beteiligt und auch an der Afrikanerin. Meyerbeer hat ja sein großes Meisterwerk, die Afrikanerin, nicht mehr auf der Bühne erleben können. Die Uraufführung war postum 1865. Er starb am 2. März 1864. Meyerbeer war irgendwo ein Vorläufer von allem. Wagners Leitmotivtechnik hat auch bei Meyerbeer ihre starken Wurzeln. Und bei der Afrikanerin zeigte sich in vielem als ein Vorläufer, eigentlich schon von Massenet. Und ich möchte Ihnen eine Szene aus der Afrikanerin spielen, am Schluss der Oper, die mir besonders ans Herz gewachsen ist. Und zwar, wie schon die Butterfly-Situation, nicht wahr, farbige Frau liebt weißen Mann, bringt sich um wegen der unglücklichen Liebe. Und hier bringt sie sich um durch Einatmen der giftigen Blüten des Manzanilla-Baumes. Singt nun Shirley Verrett. Thank you.
nicht, wie ich Ihnen beschreiben soll, wie Meyerbeer gestorben ist. Er ging ja von Berlin dann nach Paris zurück und da hat einen wunderbaren Brief, Testament, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, nennt es Gebet, geschrieben, wo er unter anderem schreibt, er hofft, dass seine Opern 50 Jahre nach seinem Tod noch leben werden, aber dann sagt er, bei all seinen Triumphen in Paris, schreibt er in diesem Schreiben, das eigentlich an sich selber schreibt, lieber Gott, lass mich nicht in der Fremde sterben. Er wollte zurück nach Berlin und hat testamentarisch verfügt, dass er überführt werden muss auf den jüdischen Friedhof nach Berlin, wo sein Grab jetzt auf dem Friedhof vor dem Schönhauser Tor in der Schönhauser Allee zu sehen ist und noch heute von Meyerbeer Verehrern gepflegt wird. Er war sehr abergläubisch und er hasste Freitage, und er hasste 13. Und ich weiß nicht, wie man das erzählen soll, das ist ganz skurril. Er hatte Angst vor dem Scheintod und hat verfügt, dass sein Leichnam 4 Tage lang mit Glöckchen behangen aufgebahrt werden muss, damit man den Scheintod bemerkt und dann ein unvorstellbares Begräbnis. Also kaum ein Kaiser oder König hatte je so ein Begräbnis. Also der Leichenzug begann an der Madeleine in Paris, geführt von Charles Gounod. Und vom Nordbahnhof zog sich ein Sonderzug nach Preußen. Eingehüllt war der Sarg in die Fahnen des Kaiserreichs von Napoleon. Bei der Grenze wurde das durch preußische Fahnen ersetzt. Der Zug ging dann auf diesen Friedhof, die Oper war geschlossen. Also es war eine ganz ungeheure Feier und nur böse Zungen, die es immer gegeben hat, haben gesagt, das war Meyerbeers letzte große Show. Es fällt heute schwer, Meyerbeer ist natürlich heute ein bisschen vergessen. Wir hoffen sehr auf eine Meyerbeer-Renaissance. Sein übergroßer Ruhm ging voraus einem übergroßen Vergessen, aber schauen Sie, wie stark ist die Rossini-Renaissance. Also wir können wirklich auf eine Meyerbeer-Renaissance hoffen. Ich glaube, wenn man seine Bedeutung mit einem Wort charakterisieren soll, müsste man sagen, er war der große Wegbereiter des Gesamtkunstwerks. Und wir möchten gerne enden mit der berühmtesten Melodie vielleicht, zumindest der berühmtesten Tenorarie, die er geschrieben hat. Also Vasco da Gama in der Afrikanerin begrüßt das neue Land und nimmt Besitz von dem neuen Land. Es ist die herrliche Aria Paradiso auf Italienisch. Und wir haben es in einer Aufnahme gesungen 1971 von einem der größten Sänger unserer Zeit, von Franco Corelli. Spettacol divin, sognata terra, ecco ti premo al Violente sua
ti posso offrir. Nostro è questo terreno fecondo, e l'Europa può tutta appartieni, tu m'appartieni a me, a me.